glaube, das brennt nicht. Die sind einfach nur so da drauf, die Feuerzeichen, ne? Das wird jetzt erstmal ausprobiert, weil ansonsten brauchen wir dieses Video gar nicht starten. Wenn das Zeug nicht brennt, ist es langweilig. Und da wir auch ein bisschen mit der Sicherheit und so vertraut sind, müssen wir mal eben kurz ausprobieren, ob das Zeug brennt. Vielleicht fehlt ihm einfach nicht. Ein bisschen Hitze. Startpilot, wa? Das Zeug weiß, wie gut das brennt. Der brennt nee, doch, jetzt brennt das. Ich glaube, das brennt, wenn du die in die Augen kippst. Das könnte ja umstellen. Aber jetzt sein. Ist er doch. Somit können wir, denke ich mal, unser Video starten. Wir haben schon mal ein laufendes Auto. Hey! Mahlzeit, moin Freunde der verrückten Unterhaltung. So, nun können wir das Video starten, da wir jetzt schon wieder vor einem anderen Auto standen, was eigentlich heute hätte zerlegt werden sollen. Hat allerdings nicht geklappt. Jetzt wird es trotzdem zerlegt. Jetzt kommen wir zu diesem wunderschönen, hübschen Kfz. Das ist toll. Das ist ein Mitsubishi Space. Star. Star. Space Star. Space Star. Guck mal, ein bisschen Wasser noch drauf. Funktioniert zwar nur eine Düse. Ja, was haben wir mit dem Auto vor? Ganz einfach, in Zeiten von Corona muss man regelmäßig desinfizieren. Deswegen haben wir uns gedacht, dieses Auto muss auch mal desinfiziert werden. Komplett auf den Boden. Hast du dir einen Weg? Ich guck noch nicht komplett auf den Boden. Ich kann jetzt die Anhänger abgebaut? Nein, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja. Was machst du da jetzt? Oh ja. Jetzt tue ich doch mal rein und gib Gas. Der Marc, der dosiert das hier vorsichtig. Ganz vorsichtig. Was ist denn da noch? Da kann gar nichts rein. So müssen wir dann wieder Waschanlage, Schlauch da rein. Aber bringt der was? Das ist, glaube ich, eine gute Katalysatorreinigung. Ja, ist gut, das reicht. Das ist jetzt ein Wischwasserschlauch für die Vorderscheibe. Die Zuleitung, die haben wir verteilt auf die zwei Düsen. So. Die geht jetzt gleich direkt in diesen Schlauch der Ansaugung. Boah, stinkt echt das Zeug, ne? Richtig eklig. Das von Sasse fand ich bis jetzt noch am schlimmsten. Da wollte ich nicht mal meine Hände drin desinfizieren. Nee, das will ich nicht. Das war wahrscheinlich... Doch. Stell mal bitte die... Jo, reif! So, der Schlauch verschwindet jetzt direkt in diesem tollen Kreuz, was Stefan hier reingeschnitten hat. Das stinkt erst so schlimm, seitdem du hier bist. Warum trittst du nicht die Kupplung? Ja, die... Ah, jetzt geht's wieder. Nee, doch nicht. Hä, jetzt wieder nix. Gerade konnte ich einmal ein bisschen. Irgendwie ist. Irgendwas sagt der Vorbesitzer. Nehmer, Geber, irgendwas ist da kaputt. Und Bremse. Und hier, guck mal, jetzt klackert der so. Weil er so klick und dann macht der Zündaussetzer. Und die Bremse soll auch irgendwas haben. Die soll manchmal nicht bremsen, dann wieder bremsen. Und manchmal, wenn man ein bisschen tritt, dann macht er direkt eine Vollbremsung. Okay. Aber sonst ist das Auto noch gut, oder? Ja. Das ist Vollgas. Was? Ein paar Kleinigkeiten müssten vielleicht gemacht werden. Mal drücken. Mach mal. Nächste Schumacher. Das war so.
Was los? Mir wird schlecht, wenn ich dir sehe. Wollen wir dem mal ein bisschen Zeit geben? Boah, eine Bierlänge oder wie viel? Wie stinkt das? Boah. Eben eine Bierlänge, oder? Dann können wir die ein bisschen laden. Das riecht echt nicht gut. Boah. So, nachdem wir jetzt eine Bierlänge gewartet haben. Nachdem wir jetzt eine Bierlänge gewartet haben. Ui. Ui, wie spät haben wir hat die Powerbank wieder ein bisschen Saft. Ich hoffe, das Auto will vielleicht wieder anspringen. Ansonsten ist schon die Gewalt dahinter. Ja, läuft doch. Der lief doch gerade, oder? Ja, aber dann ging er einfach wieder aus. Wie kann das? Zu wenig Gewalt. Oh, Scheiße. Wenn man unter viel Last und dann mit dieser schönen Einspritzung merkt man doch schon ein bisschen mehr Leistung, also ein bisschen. Klar ist das Mischungsverhältnis nicht ganz passend, aber ein bisschen zünden tut das Zeug auf jeden Fall. Also vielleicht taugt es ja als Öl. Jetzt werden wir einfach ganz stumpf das Öl ablassen, das Desinfektionsmittel auffüllen und dann den Motor nochmal starten. Vielleicht fahren, wenn es dann noch klappt. Auf jeden Fall kurzes Beweisvideo hier. Wir lassen das Öl wirklich ab. Aber es kamen auch schon die Gerüchte auf, dass wir gar nicht das Öl ablassen. Aber wie man uns kennt, wir sind immer loyal. Desinfektionsmittel. Da hältst du da zu. Eigentlich nur die Marke, oder ist es egal? Scheißegal, die steht da eh daneben nochmal. Ei. Ich möchte jetzt mal die Restteile von dem Öl wegmachen. Ja, eben eine Motorspülung machen. Desinfizieren. Warum ist jetzt ausgegangen? Weil irgendwie hat er ein bisschen ein Stromproblem oder so. Ich glaube, er weiß es selber nicht. Den sieht er noch gut, oder? Eigentlich schon. Ich glaube eher, das liegt eher an einer Einspritzsache oder so oder Motorsteuergerät, weil der weiß es nicht. Also von den Schmiereigenschaften ist es, glaube ich, bis jetzt noch ganz gut. Ich hätte gedacht, das geht eher nur so ein paar Sekunden, oder das ist ja direkt Schrott, weil das so ein, weiß nicht, so ein bisschen wie entfettend ist das Zeug, aber irgendwie auch nicht. Oder das sind extra diese Handadditive. Ein
die Lagerschalen auf, die sind gerade rot am Glühen. Aber jetzt haben wir so viel Platz dazwischen, dass er doch wieder einmal ein bisschen mehr Drehzahl kriegt. Und jetzt sofort blockiert. Ich glaube, da schimpft sich Motorschaden. Ey, da quietscht. Normaler Hausfrauenschaden. Das ist der Ölpeilstab. Ich weiß nicht, was der da liegt. Das hier ist ein Stück vom Motorblock. Oh. Aber das Gute ist, es wurde alles desinfiziert. Also, gehört auch mit zum Motorblock. Ich glaube, wir haben jetzt ein Ü-Ei geschaffen. Ich kann es öffnen und da ist ganz viel Überraschung drin zum Zusammenpuzzeln. So, schreibt jetzt in die Kommentare, soll Stefan nein, diesen Motor nein. zerlegen? Ja, jetzt wirklich kein Scherz. Schreibt es in die Kommentare. Wird zerlegt. Das gibt's, der sieht bei jedem. Oh, blende es ein, da, da oder da. Wie das jedes Mal aussieht, das ist kaputt. Das ist kaputt. Ja, die möchte ich auch gerne die Lagerschalen sehen. Die jetzt richtig eingeraspelt sehen. Was wir vielleicht mal machen können. Wie ihr ja noch gesehen habt, haben wir noch einen halben Kanister Desinfektionsmittel. Dürft gerne jetzt in die Kommentare schreiben, was wir da oder wo wir es noch drauf auffüllen sollen oder so. Hier rein, also Bremsflüssigkeit. Stimmt. Wenn ihr noch Ideen habt, schreibt es direkt in die Kommentare. Wir sind gespannt. Ciao. Auto? So, Auto ist definitiv kaputt, würde ich sagen. Aber jetzt noch mal eine kleine Information für euch. Wir haben jetzt einen Zweitkanal eröffnet für euch. Und zwar das eigentlich nur den Grund, weil wir jedes Mal wieder in den Kommentaren lesen müssen, dass die Community zweigeteilt ist. Weil der eine Teil sagt, lieber mehr kaputt machen. Die anderen sagen, oh, Restauration und alles andere drumherum ist total geil. Jetzt werden wir das Ganze splitten. Wer Bock drauf hat, zieht sich natürlich auch unseren Zweitkanal noch mal rein. Und bis dahin würde ich sagen, schaut bei Instagram, Facebook vorbei, da posten wir auch das Ganze noch einmal, auch über unseren Zweitkanal. Und dann würde ich sagen, bleibt gesund und macht's nicht wie Stefan. Ja, ciao.